Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Heute werden wir mit einem Transporter unterwegs sein, weil, ja, mein Passat ist kaputt. Ja, wir müssen abschleppen. Ja, eine Sache, die ich ja schon vorab immer mal machen wollte, und zwar abschleppen. Ja, nicht das, was ich wollte, deswegen werden wir heute den Passat, Kombi abschleppen. Ja, leider ein kleiner Unfall passiert. Trotzdem habe ich die Möglichkeit, den jetzt so schnell wie möglich zur Reparatur zu fahren. Ich hoffe nicht, dass sowas passiert. Drückt mir die Daumen und allzeit gute Fahrt, auch an jeden Einzelnen draußen, ob er mit Fahrrad, Bus, Zug oder Auto oder LKW unterwegs ist. Ja, passt immer schön auf. Gegenseitige Rücksichtnahme wollte ich nur mal angemerkt haben. Wir werden heute unterwegs sein mit dem VW Crafter. Wir sind auf der ProMods und das bedeutet, jo, lass uns starten. Ja, keine Tod am Start. Ich muss ja sagen, ich fahre ja gerne mal mit solchen Autos oder Transporter. Ja, kein Fun-Dienstag. Es ist heute Donnerstag, wenn ihr das Video seht. Ich nehme das natürlich am Mittwoch auf. Und hier diese ganzen Fahrzeuge will ich euch ganz kurz mal zeigen. Ja, ganz kurz mal im Händler. Nein, nicht Händler, ich wollte ja Aufliegerhändler gehen. Naja, ich bin halt ein richtiges Ei. Und so hat man hier den Standardanhänger. Findet ihr im Steam Workshop und dann kann man das ändern. Man kann nicht so viel ändern, ja. Aber wenn ihr könnt ihr die Fahne, ja, könnt eine andere hinsetzen, ja, könnt ihr, wie ihr wollt. Aber hier in dem Bereich, ihr könnt einen kaputten Audi nehmen, ja, oder den Passat oder hier einen Ford auch kaputt. Ja, finde ich schon total super, ja. Also sind schon ein paar Fahrzeuge mit am Start, die wir hier auswählen können. Und ja, dann dachte ich mir, okay, lass das und dann fahren wir das. Steam Workshop kann durchaus sein, dass wir mal den ein oder anderen Wagen nehmen und dann halt mal einen auf Abschleppen machen. So, wir müssen geradeaus. Wir sind gerade in Uelzen. Ja, glaube so heißt es. In Uelzen in Niedersachsen und fahren irgendwo hin, oh, wo fahren wir hin? Bad Oldes? Ach, was weiß ich. Oh, Junge. Mein Gott, bin ich blöd. Ey, wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich, ich blinke vorher. Und dann funktioniert das nicht. Eine Sache, die ich nur anmerken möchte. Schöner Trecker hier. Der Passat hat jetzt kein, oder besser gesagt, der Transporter hat jetzt keine Anhängerkupplung, ja. Aber darüber werden wir jetzt einfach mal stillschweigen, ja. Die Ladungssicherung. Ja, okay. Ja, aber wie gesagt, ich finde solche Sachen extrem interessant, auch mal mit so einem Transporter hier durch die Gegend zu fahren. Und es wäre, glaube ich, auch gar kein Problem. Von MAN gibt es ja den Crafter halt identisch, da ist halt kein VW-Zeichen, aber da ist halt ein MAN-Zeichen, ne? Die sind doch eigentlich irgendwo auch so ein bisschen identisch, ne? Würde ich jetzt mal sagen, ne? Dann fährt man halt mal ein bisschen Überland. Das könnten wir, ich bin auf der Vorfahrtstraße, also fahre ich vor, hätten wir vielleicht die Gelegenheit, bei den City Car Driving oder City, nee, City Car oder City Driving, so heißt das Spiel, das kommen wird. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, da sollen ja auch ein paar Fahrzeuge, vielleicht kommt da auch noch ein Transporter, wir sollen ja da auch Aufgaben hier zum Baumarkt etc., aber auch Mod Support, vielleicht kann man da dann so eine Alternative machen und ja, da ein bisschen Transporter unterwegs sein. So, wir machen ein bisschen schneller. Aber wir wollen mal nicht so langsam unterwegs sein, ne? Traffic ist auf 4 gestellt. Nur mal so. Und ja, ProMods ist ja klar. Ach, herrlich. Aber ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren, habt ihr selber es schon mal gemacht? Mit einem Transporter, also irgendein Mod. Das große Problem ist ja, dass wir solche Fahrzeuge leider nicht irgendwie im Steam Workshop haben. Wir haben die
Skoda-Familie, die haben wir drin. Warum aber auch andere Fahrzeuge, die vielleicht gut gemacht wurden, nicht drin sind, weiß ich nicht. Ich finde es schade, weil dann hätte man mal eine Alternative. Wohnwagen, das haben wir ja auch mal, ein Caravan-Konvoi. Das werden wir, denke ich mal, dieses Jahr auch wieder machen. Oh, Caravan-Konvoi. Einfach mal eine schöne, entspannte Fahrt auf der, ja, über die Berge, über die Alpen oder auch immerhin auf der Promoz. Denke ich, werden wir dieses Jahr machen. Auch mit Bussen. Deswegen sage ich ja auch immer wieder, falls ihr irgendwelche Ideen habt, was wir gerade zur Sonntagstour machen können, dann schreibt das einfach mal ein bisschen in die Kommentare. Ja, das wäre super. Weil Sonntag wollen wir immer so ein kleines, feines Highlight machen. Also mal eine Alternative. Und jetzt probiere ich es aus. Also dieses Mal werden wir einen Mod nehmen, der extern ist aus dem SCS-Forum. Und zwar der Volvo VH5. Oder wie nennt er sich? VH5? Oder besser gesagt 2022. Oder 2020, so heißt der Volvo, ne? Ja, glaube, so war das. So, wie schnell darf ich jetzt eigentlich mit dem fahren? 120 bestimmt nicht, weil ich habe hier. Naja, wir machen mal 85. Nicht, dass hier noch irgendwelche Teile abfallen von unserem schönen Auto. Ach, ich finde es herrlich. Ich finde es einfach nur herrlich, mal mit dem Transporter rumzufahren. Das macht mir wieder richtig Freude. Ja, jedenfalls am Sonntag wollen wir mit dem neuen Volvo fahren. Falls da noch Platz ist und jemand dann spontan dazu stoßen möchte. Wir sagen ja auch immer wieder, hey, passt auf, Leute, dann müsst ihr euch die Mods im Vorfeld runterladen. Was ist denn hier los? Ich kann auch hier langfahren, oder? Oh, nee. Läuft doch, oder? Ja, dann müsst ihr die natürlich im Vorfeld runterladen. Ich wollte eigentlich noch eine andere Lackierung drauf machen, weil ihr seht es ja wieder so ein Mod, ja, ein türkischer Mod. Und da ist halt die alten Lackierungen, die für den Crafter mal waren, die funktionieren nicht. Ich habe schon die Version umgeändert, weil der im Vorfeld gesagt hat, das ist inkompatibel. Ich habe das auf 1,45 gemacht. Trotzdem wollte das, konnte ich es aktivieren, aber auf dem Fahrzeug hier nicht drauf sitzen. Wer hätte die Reihenfolge noch mal ändern müssen? Aber egal. Ich habe jetzt eine ganz normale schlichte Lackierung gemacht. Vielleicht ist es auch mal angenehm, mal ein bisschen schlicht unterwegs zu sein. So schlicht wie der Maximus ist, so haben wir dann halt auch das Fahrzeug. So, ich mache natürlich viel mit Tempomat. Das ist ja so eine Sache von mir. Und der nächste Livestream. Ja, der wird dann am Sonntag sein. Ich denke mal, Samstag werde ich da nichts machen. Samstag ist ja ein ehrenvoller Tag. Wer weiß, was da ist? Ja, egal. Gucken wir mal. Ah, ist das schön. Also ich finde den Transporter sieht eigentlich ganz nice aus, ne? Und gerade hier dieses Schlichte hier vorne sieht eigentlich ganz gut aus. Sollte mal leer ein bisschen auf der Straße bleiben. So, wir fahren jetzt Richtung Ruhrgebiet, aber irgendwann werden wir dann hier abfahren. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich jetzt hier noch gar nicht so viel abgefahren bin. Dabei habt ihr doch schon mal Videos gesehen, wo ich in Uelzen bin. Nein, das ist hier von Body im Profil, wo quasi ich dann ProMods unterwegs bin. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal auch erklärt. Auch für die, die es interessiert, dann guckt einfach mal an. Mit über 100 Mods unterwegs, muss jetzt die letzten Tage, ist es mal rausgekommen, ist ziemlich gut angekommen. Das werde ich vielleicht immer mal wieder machen, wo wir, ich zeige ja immer meine Mods vom, und ich denke mal, das könnte man durchaus bei jeder Version auch mal wieder machen. Mit so und so vielen Mods unterwegs für die einzelnen Versionen. Was haltet ihr davon? Dann könnten wir das durchaus mal immer mal ausprobieren. Da wird sich natürlich einiges immer wiederholen, aber trotzdem
wäre es doch für euch ganz interessant, solche Sachen mal anzugucken. Was habe ich jetzt gerade aktiviert? Wie sieht es denn alles in diesem Kontext aus? Ne? Hier jetzt ganz grob natürlich JazzyCat-Mods und diverse, also diesen eben Wetter-Mod, die ich dann meistens immer unten reinmache. So, lässt er mich jetzt. 170 PS, schön TDI. Solange wir mal noch Diesel fahren dürfen, wird ja jetzt alles ein bisschen teurer ab heute. Ne? Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viel kostet euer Diesel. Ja? Oder super. Ja? Da am besten auch die Region hereinschreiben. Das machen wir ja gerne auch immer im Livestream, so wir dann willkommen in Niedersachsen, NRW. Dann kann man mal so ein bisschen rumschauen. Vielleicht wird der SCS da auch immer so Live-Ticker mal reinmachen. Wirtschaftliches Fahren. Er wird noch mehr Fokus haben. Und die Preise werden dann angepasst durch einen kleinen Patch. Ui! Teuer! Also, lass uns mal die Tankstellen ein bisschen beobachten, ob das hier nicht alles irgendwie mal ein bisschen teurer wird. So, Raststätte Gütersloh. War das Raststätte Gütersloh? Jetzt bin ich ja ein bisschen out of order hier. Jetzt habe ich ja gar nicht so richtig aufgepasst. Naja. So, die Fracht ist natürlich nicht weg. Ich finde es aber gut, dass ich selber aussuchen kann, was für Frachten ich denn fahren möchte. Das gibt mir so ein bisschen mehr die Kontrolle. Ja. So. Ja. Ganz geschmeidig. Fährt sich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen, wenn man nicht übertreibt. Bei Autos bin ich ja dann immer so, dass ich dann eher diesen Reiz habe, noch ein bisschen zu übertreiben. Ne? Aber jetzt habe ich ja eine Fracht dran. Hoffe auch, dass es dann bei Trucksbook abgerechnet wird. Ich denke mal schon. Der ist ja da sehr bedienungsfreundlich. Ne? Der hat da nicht so große Probleme. Was haben wir denn noch an Kilometer? 870 Kilometer. Dann ja, wird das heute eine entspannte Folge. Was mir aber stört, ist hier der Spiegel, der mir nicht gerade so viel Feedback gibt, was da hinten passiert. Also die Anzeigen sind jetzt nicht so klar zu sehen. Jetzt muss ich mal schauen. Oh, falscher Knopf. Wieder falscher Knopf. Ich will noch das Ei. Wo waren nochmal? Ne, das war auch der falsche Spiegel. Ach, hier ist der Spiegel. Sieht schon ein bisschen anders aus. Er ist ziemlich überblendet. Seht ihr das? Ja. Da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen nachsteuern können bei den Spiegeln und dass man hier noch ein paar Sachen gemacht, weil dieses Auto ist ja so eigentlich ganz in Ordnung. Ne? Ja, das sieht schon eigentlich ganz klasse aus. Ja, aber ein Steam Workshop wäre natürlich viel cooler. Ja, und dass dann halt an den Fahrzeugen irgendwie mehr gearbeitet wird. Hier, sowas würde ich auch, eine V-Klasse oder ein Vito könnte man auch gerne fahren. Gut und gerne mal einen älteren. Und ich frage mich auch, also an der Mod-Community, an der Base, jetzt an neuen Fahrzeugen kommt irgendwie nichts hinterher. Also auch mal so zukunftszugewandte Fahrzeuge, die vielleicht so als gewisse Projekte mal geplant waren. Es gab diesen E-LKW von Mercedes. Da habe ich jetzt auch schon lange nichts mehr gesehen oder gehört. Ich weiß gar nicht mehr, ob der überhaupt noch funktioniert. Könnt ihr ja mal raustesten, dann würde ich den sogar gerne mal wieder fahren als E-Truck. Ja, das ist, ob es die Zukunft ist oder doch Wasserstoff, das werden wir vielleicht in 10 Jahren beantworten können. Falls es einer jetzt wirklich wissen will, ich sage ja auch immer wieder gerne, hey, nehmt euer Handy. Maximus hat gefragt, kann man ja so als Kategorie. 10 Jahre weiter bei Video, oh, was weiß ich, 2000 XYZ, keine Ahnung, hat er bei Minute so und so gesagt, wie sieht es dann in 10 Jahren aus? Welche LKWs werden wir dann haben? Wasserstoff, Verbrenner oder vielleicht doch noch Benziner? Ui, was ist denn hier schon wieder passiert? Nanuchen. Und dann könnt ihr das dann reinschreiben. Und dann, vielleicht mache ich ja noch YouTube. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ja, 10 Jahre YouTube ist ja jetzt bei mir auch, kann man ja sagen, ne? Also, wo ist die Zeit geblieben? Verdammte Axt. Das ist wirklich lange.
Also nicht mit auf diesem Kanal, ich habe ja auch mit einem anderen Kanal angefangen. Ne? So, dann werden wir mal hier... Mal hier runterfahren. Gut, der Sound jetzt von dem Fahrzeug ist jetzt nicht die absolute Offenbarung. Das ist klar. Aber man will ja auch mal ein bisschen was anderes bringen. So. Osnabrück sind wir. Na, siehste, da war ich doch fast dran, ne? Mit Bad Oldeshausen oder was ich hier. Gibt's dir das überhaupt? Das ist schon wieder herrlich. Läuft ja wie ein Länderspiel bei mir. Bringen wir mal die Fracht hier ab. Und dann haben wir den Transporter wieder gezeigt, was lang geht, ne? So. Wie sieht es eigentlich aus? Also kann man auch mal rumfahren, ne? So. Schön. Blinker funktioniert. Finde ich auf jeden Fall klasse, dass dieser Mod auch jetzt hier geht. So, jetzt aber gut. Wir machen jetzt ja Feierabend. Alles klar. Falls ihr andere Ideen habt, mit was für ein Auto oder mit was für ein Gerät ich mal unterwegs sein könnte, Mods, die noch vielleicht früher funktioniert haben und vielleicht jetzt immer noch gehen, dann testet das mal aus und sagt einfach Bescheid, hey, der LKW funktioniert noch. Und ich bin jetzt erstmal durch, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und spätestens Sonntag sehen wir uns live. Morgen und übermorgen kommt natürlich wieder ein Video gegen 18 Uhr und schaut einfach mal vorbei und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Also bald. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.